Nun werde ich euch zeigen, wie ihr diesen Edgeroad Bandaged Cube bauen könnt. Ich lege da mal direkt los. Um diesen gezeigten Edgeroad Cube zu bauen, ist es eigentlich sehr einfach. Ich habe mir jetzt schon hier 4 Sticker vorbereitet. Also ich kann schon mal zugeben, die Sticker sehen nicht so toll aus, wie ich es mir erhofft hatte. Aber die reichen vollkommen aus und man sieht wenigstens, dass ich es selber gemacht habe und nicht gekauft habe. Und der Edgeroad Bandage Cube ist wirklich sehr, sehr einfach am Namen schon zu erkennen. Wir nehmen diese 4 Kantensteine und nehmen davon die Sticker ab. Man könnte natürlich auch, wie schon vorhin mal erwähnt, einfach die Sticker zurechtschneiden. Bin ich aber kein Fan von. Ich habe mir stattdessen hier schon zusammen gemacht und das ist ja schon ordentlich in die Hose gegangen. Und wenn ich es direkt auf dem Cube mache, verkratzt er mir unglaublich. Besonders wenn ich es dann noch falsch mache oder nicht gut aussieht, dann muss ich sogar so einen neuen Sticker nehmen. Deswegen habe ich das erstmal mit meinem Blanko-Set gemacht, weil ich eh übrig habe. Zudem habe ich hier am Anfang einen orangen Sticker für meine Schablone genutzt und die restlichen 4 jetzt für diesen Würfel hier. Und im Grunde genommen hat man dann noch welche übrig. Das heißt, wenn man schon ein Set hat, dann lohnt es sich schon, das dafür zu nutzen, weil man hat dann genug Anlaufmöglichkeiten. Nachdem wir jetzt hier diese Sticker so entnommen haben, ist es wichtig, dass wir das Centerstein nun mitlösen. Wir merken uns, wir brauchen alle um Orange drumherum die Centersteine. Das bedeutet, alles außer die roten Centersteine und dieses orange Centerstein brauchen wir nun, weil wir müssen die beiden miteinander verbinden. Ich nehme das hier erstmal ab, ziehe erstmal die Kappe und schraube nun das komplette Centerstein raus. Das ist ganz wichtig. Im Grunde genommen können wir den Würfel auch komplett auseinandernehmen. Das stört nicht. Wir sollten nur unsere wichtigen Steine schon mal in Sicherheit bringen, damit wir die nicht vergessen. Hier hätten wir das erste. Dann brauche ich hier zwischen Orange und Gelb das hier. Lege mir das sicher zur Seite. Was mit den restlichen passiert, ist mir egal. Blau. Und der letzte wäre hier weiß. Natürlich könnt ihr euer Farbschema so anpassen, wie ihr wollt. Das ist komplett egal. Hauptsache, ihr benutzt immer die benachbarten. Ich habe jetzt einfach orange genommen, damit ich das Farbschema meines Sticker-Sets ausnutzen kann. Ich könnte zwar viermal auf der weißen Seite beginnen, aber dafür brauche ich dann 4 Sticker-Sets. Deswegen nehme ich lieber ein Sticker-Set, das reicht ja auch aus. Und beginne hier auf orange, beim nächsten auf grün oder auf blau, das ist komplett egal. So, jetzt haben wir hier einen Centerstein, einen stickerlosen Kantenstein und hier weiß. Dann haben wir das Ganze hier nochmal mit gelb. Dann hier drüben grün und hier drüben blau. Wichtig ist, dass wenn wir das jetzt gleich zusammenkleben, dass die stickerlose Seite zum Centerstein hinguckt und nicht die weiße Seite, also so hier. Das wäre ein fataler Fehler. Deswegen lege ich das extra schon mal so hin und dann geht es eigentlich auch schon direkt zum Kleben. Ich benutze hier ganz normalen U-Kleber, kennt jeder, ist jetzt auch keine Schleichwerbung und ähnliches. Geht mir nur um Sekundenkleber oder Flüssigkleber, das ist komplett egal, Hauptsache irgendwas, das hält. Nochmal vergewissern, zu mir zeigt die nicht die unbestickerte Seite, links zeigt weiß hin. Dann gehe ich gegenüber von weiß auf die andere Seite und packe hier ordentlich Kleber drauf, wenn er rauskommen würde, so. Wirklich hier über die ganzen Cubi verteilen.
Und nun packe ich mal die Schrauben raus, die stören nun. Und klebe das jetzt hier ran. Jetzt nehme ich mir noch schnell meine Kappe. Welche Kappe ist egal? Hauptsache, wir haben irgendeine Kappe, damit das von der Höhe passt. Es geht nur darum, dass die wirklich gerade aneinander liegen. Deswegen lege ich die am besten noch auf den Tisch. Überprüfe, dass sie mal gerade sind. Dafür kann man hier verschiedene Utensilien nehmen und das einfach mal so zusammendrücken, damit das wirklich in einer Linie gerade ist. Diesen Schritt, wie ihr es jetzt hier gesehen habt, werde ich jetzt noch ein paar Mal wiederholen. Und zwar genau viermal. Ich nehme mir wieder eine Kappe am besten drauf. Das hätte ich schon vorneweg machen sollen. Nehme mir einen Kantenstein dazu. Die Kappen können wir später noch ändern. Das ist nicht das Problem. Es geht nur erstmal darum, dass wir halt die Höhe von den beiden zueinander haben. Jetzt gehe ich hier wieder an meinen Kantenstein. Verteile hier ordentlich Kleber drauf. Bring die aufeinander. Und das Ganze wird jetzt wieder bündig gedrückt. Bis es richtig passt, zur Seite legen und das wiederholen wir die ganze Zeit. So, jetzt habe ich hier alle geklebt. Bring die jetzt hier so übereinander. Kann's ja auch nochmal am besten zeigen, dass die übereinander sind. Dadurch verlagert sich halt das Gewicht, sodass die aufeinander gedrückt werden. Und nun sollte man das am besten so ungefähr einen halben Tag lang, am besten über die Nacht oder so, das stört es ja gar nicht, einfach mal liegen lassen, damit das wirklich sich miteinander verbindet und wirklich fest wird. Weil wie ihr jetzt gerade schon mitbekommen habt, habe ich das falsch gemacht. Mir ist es erst jetzt aufgefallen, deswegen habe ich das davor alles noch geändert. Halt noch mit einer Videobearbeitung. Aber mir fällt es jetzt gerade erst auf. Deswegen werde ich, um das Ganze noch zu retten für mich, einfach meine Sticker-Sets nehmen. Und werde, ich bräuchte gelb, den gelben einfach entfernen, einen neuen gelben hier drauf. Und habe ich hier die freie Seite für orange. Ist jetzt nicht so tragisch, ist nur ein bisschen blöd gelaufen. Muss ich dann noch ändern, wenn das Ganze getrocknet ist. Nachdem das also getrocknet ist und bei euch eigentlich das so aussieht, dass hier grün ist und hier kein Sticker ist, müssen wir das Ganze einmal an den Würfel wiederbringen. Wenn ihr es zusammengeklebt habt, kann es passieren, dass das Center-Stein hier oben, diese Kappe, sich ein bisschen mit dieser Kantenstein hier verbunden hat mit dem Kleber. Das heißt, ihr öffnet am besten eine Seite und zieht das Ganze schräg ab und nicht einfach die komplette. Dadurch löst sich der Kleber langsam von vorne bis nach hinten und der Kante und diese Centerstein geht nicht so schnell auseinander, als wenn ihr es komplett abzieht. Wobei das jetzt eigentlich halten sollte, nachdem es eine ganze Nacht getrocknet ist. Wir haben jetzt hier das weiße Centerstein und müssen das jetzt erst einmal wieder hier anbringen. Hier unten wäre ja eigentlich kein Sticker und hier wäre dann weiß. Das bringen wir erstmal an. Dadurch, dass der erste ist, ist noch relativ egal, wo der ist. Bringen wir den nur hier schon mal an. So. Schraubenzieher weg, neuer Versuch. Jetzt haben wir hier weiß. Gegenüber können wir schon mal gelb machen. Das heißt wieder gelb, sachte hier vorne öffnen und nach hinten hin schräg so öffnen. Geht jetzt alles ganz gut ab. Habe ich also nicht zu sehr beklebt. Jetzt weiß, wobei man es jetzt gerade nicht sieht, gegenüber gelb hinsetzen. Jetzt als nächstes kommt, weiß, kommt blau. Jetzt nur eben das Farbschema angucken, wie es richtig wäre.
hier wäre weiß, hier wäre gelb, dann kommt hier blau hin und hier ist rot. Genau, dann passt es wieder. Also bringe ich jetzt an dieser Stelle diesen blauen an. Dazu muss ich wieder einmal erst die Kappe lösen, vorsichtig, damit der Stein nicht auseinanderfällt. Und einmal hier anbringen. Das wiederhole ich dann noch für den letzten und dann geht es auch schon weiter. So, jetzt sollte man eigentlich hier leere Seiten haben, also schwarz, weil man es nicht sieht, oder falls ihr weißen Würfel habt, weiße Seiten. Und hier außen sollten dann wieder alle Zentersteine passen. Ist halt jetzt sehr ärgerlich für dieses Tutorial, dass mir das misslungen ist, dass ich da nicht drauf geachtet habe. Werde ich aber gleich reparieren. Am besten, ich repariere es jetzt einmal, eben Sticker ab, neuen Sticker drauf. So, so sollte das Ganze eigentlich ausgesehen haben, oder so soll es bei euch jetzt aussehen. Und dann geht es eigentlich auch schon jetzt nur noch mit dem Ganzen zusammenbauen. Und danach werde ich die letzten Sticker aufkleben. Kommt jetzt also nichts Spannendes mehr. So, jetzt bin ich soweit und werde nun noch meine Sticker aufkleben und dann ist der Würfel schon fertig. So, und ich kann definitiv sagen, hätte ich das von Hand gemacht, sähe es schon fast besser aus, weil die jetzt nicht gerade so gut proportional sind. Aber wir haben genau das erreicht, was wir wollten. Jetzt kann man ihn nochmal danach einstellen, weil ich sehe, meiner ist gerade ein bisschen zu locker. Und das wäre der Edgeroad Bandaged Cube. Falls ihr noch Fragen zu diesem Tutorial oder generell habt, dann schreibt mir einfach hier oder auf meiner Homepage einen netten Kommentar.